finde das richtig schön gemacht mit dem Stern. Srei, kite kurete no ka? Arisha. Doushi no shouzoku, yoku niatte ru na. Arigato. Mago ni mo issho da kara na. Shitsukoi na, Mikurio. Jijitsu de sho. Moshiya, soko ni tenzoku no kata ga orareru? So da tte itte mo, shinjirareru? Shoujiki, ano seikensai no dekigoto ga aru madewa, shinjirare nakatta daro. Sore ni, deatta toushou, kimi no koto wa, nante iu ka, sukoshi kawatta hito to ninshiki shite ita. Maa, jijitsu da ne. Koko ni iru nda, Mikurio tte no ga. Kore made no burei wo yurushite itadakitai, Tenzoku, Mikurio sama. Betsu ni burei to omotte nai kara. Burei da nante omotte nai tte. Soshite, koko ni iru no ga Raira. Minna ga mizumi no otome tte yonderu hito. Kimi wa hontou ni doushi ni naru beku shite natta no da na. Sore ni hikikae watashi wa warewari wa kore hodo mizuka ni tenzoku no katagata ga ite mo dou surukoto mo dekinai. Sore wa chigaimasu wa? Kikoe nai tte. Srei-san, Arisha-san no te o nigitte mite kudasai. Eh? Um. Arisha, te o. Kore de ii? Ah, kikoemasu ka? Kikoete nai mitai da yo. Dewa, Srei-san, me o tojite. Arisha-san, kikoemasu ka? Dame mitai. Srei-san, me o tojite. Kondo wa iki mo tomete kudasai. Arisha-san? 聞こえる! 女性の声が! 本当に? Arisha-san? 私たち天族は あなたたちの心を見ています 万物への感謝の気持ちを忘れないでください 私たちは 感謝には恩恵で応えます 決して天族をないがしろにしないでください。その心が汚れを生み、最悪を生むのです。大丈夫さ、アリシャ。君の感謝はちゃんと届いて。あっ！スレイ！もう一度！なんか、もっといい方法ない？今のスレイさんではこれしかなさそうですわ。 スレイさんがもっと私の力に馴染み、器としても同志としても力をつければ、これほど知覚遮断する必要はなくなると思います。それじゃあ、俺が同志として力をつけたら、天族の声をみんなが聞くことができるのか? いえ、アリーシャさんはスレイさんほどではないですが、もともと才能があるから聞こえたのでしょう。そっか。 そんな単純じゃないみたい。だが、私でも言葉を交わせた。天族は、間違いなく私たちと共にあることが分かった。それだけで。ドキドキする?ああ。伝承は、おとぎ話じゃない。
よし、アリーシャ、俺たちしばらく町にいるから、用があったら知らせて。それじゃあ。あ、ではまた。スレイさん、探検家の虫が騒いだのさ。Ja, also wie vermutet, Alicia hat die Resonanz Seraphen zu hören, aber es ist so minimal, dass es nicht reicht, um sie zu sehen. Ich bin gespannt. わかった。Gut, dann schauen wir uns doch mal nach Hinweisen in der Stadt um. Die Musik ist auch echt schön. So für jeden Stadtteil haben sie ein bisschen was. Für jede Aktion gibt's was. Wirklich sehr schön abgestimmt. Kommen wir jetzt eigentlich ins Verlies rein? Nein. Immer noch zickig mit uns. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir halt in die Stadt und schauen, was wir da Schönes kriegen. Der wedelnde Umhang hat was. Hier würde ich auch hinziehen. Und um so eine schöne Gegend und doch eine ja, regelrechte Burgstadt, würde ich jetzt fast sagen. Da kann man schon mal hinziehen. Was haben wir denn so Schönes auf der Karte? Erkunde noch einmal Damensee. Noch einmal? Okay. Soll das kleinste Problem sein. Hier oben haben wir noch mal den Obstmarkt. Aber leider nichts kaufen können. Da sind die von der Karawane nochmal. Ach, warst du nicht der, der auf dem Fest Probleme bekommen hatte? Nein, ich hab's eher gelöst. Da ist eine Pflanze. Es wäre etwas in der Nähe, aber... Neue Fundstätte. Großes Heiligtum der Heiligen Klinge. Hm. Und ein Blümchen. Ein Rosmarin. Steigert die Art der Angriffskraft um 2. Erhöht durch verborgen seraphische Artes verursachten Schaden. Stellt außerdem KP und SK wieder her. Sehr gut. Noch ein Blümchen hier in der Nähe. Aber hier war doch was, dass man sich die Plauderei noch mal irgendwann gucken kann. Ein Lied. Kraftpunkte, KP. Ha, endlich wissen wir mal, wozu KP ist. Du kannst dich von einem K.O. erholen, indem du einen Trank des Lebens trinkst oder den Kampf gewinnst. Wenn du stärker wirst, kannst du andere Möglichkeiten aufdecken, dich wiederzubeleben. Ach, also SK Seelenkette zum Einsetzen der Special Moves und KP als Kraftpunkte. Also quasi Lebenspunkte. Ich dachte, man kann hier auch dieses Gespräch nochmal sehen. So wie wir es am Wasserrad hatten, aber hier ist es nicht gegeben. Also, das haben wir gefunden. Griffelbrücke ist eingestürzt. Hier ist was los. Jetzt sind doch diese kämpfenden Tiger weg. Das nicht mit dem Nichtspringen, da gewöhnt man sich dran. Das ist in vielen RPGs so. Eine
Truhe. Was kriegen wir? Noch einen leeren Ring. Ring zur Minderung des Schadens. Nicht elementare Angriffe. Ich glaube, davon haben wir jetzt 5. Kann das sein? Wir haben 5 davon. Wo ist der Schmuck? Nee, da. Ein. Okay, einen haben wir noch. Wenn wir einen Ring austauschen können, können wir 2 leeren Ringe verschmelzen, die vielleicht wieder einen Pluspunkt kriegen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen. Haben wir hier noch irgendwo eine Truhe? Nein. Aber hier können wir wohl. Hier kommt das jetzt mal nicht lang. Da ist ja dieser Fuchs abgefangen. Doch, hier waren wir schon. Waren wir schon? Ui, meine Orientierung. Einmal zurück. Einmal rechts lang. Hängen geblieben. So, dann haben wir das hier oben fertig, glaube ich. Da drüben können wir nicht lang. Nein. Also gehen wir eins runter. Das ist die andere Ebene. Hier stand der kleine Junge, der nicht wirklich gute Manieren hatte. Ach, hier ist die mit der Schwester. Ich hoffe nur nicht, dass ich hier wirklich mit eins nochmal quatschen muss, weil das würde echt ewig dauern. Das wäre ein bisschen sehr viel. Ist sonst noch irgendwo was? Hier ist noch eine Ecke. Erkunde noch einmal Damensee. Mal auf der anderen Seite gucken, ob wir da vielleicht noch was haben, was wir vergessen haben, was wir nicht entdeckt haben. Die nächste Brücke ist weggespült. Was ist denn hier los? Da haben wir wieder den Punkt. Ja, dann Darmsee vor dem Aquädukt. Gehen wir da nochmal gucken. Weil wir kommen ja, glaube ich, gerade aus dem Adelviertel. Glaube ich. Ah. Yoshi! Kore de kono atari no chikei wa tsukanda su! Kiyo tsukero. Myou na yatsu ga iru. カメの氷馬か。誰がカメ人将？オイラはカメ人将。カメ人？天族なのか。カメ人はカメ人将。見てわかんないっすか？あ、そうなんだ。ごめん。こんなのがいるとは。世界は広いな。カメ人を見るのは初めてっすか？うん。ただの田舎者みたいっすね。 亡霊船版だけど、亀は万年のこころで許してあげるっす。それはどう。おおらかなんだ。当然っす。亀人の器は甲羅の大きさに比例するっす。で、君は何をしていたんだ？ある目的のために地図を作ってるっす。へえ、地図を。そういえば、僕たちはちゃんとしたの持ってないな。天意見聞録の図版は かなり古いものだし。あんたら無謀すぎっす。なんなら、オイラの地図を売ってあげてもいいっすよ。お得情報がカメ盛りっす。ありがとう。助かるよ。 Die Karte kostet 100 Gold. Willst du sie? Also, wenn ich von so einer süßen Turtles eine Karte krieg, dann kaufe ich sie auch. 買ってもらえてオイラもラッキーっす。 Mal davon abgesehen, hat die absolut niedlichen Sprachfehler. Du hast von den Turtles eine Abenteuerkarte gekauft. Diese Karte fügt deiner Weltenkarte geografische Informationen hinzu.
Da sie aus Sicht der Turtles verfasst wurde, könnte es einige Unstimmigkeiten geben. Aber du kannst neue Orte damit finden, die du noch nicht besucht hast. Falls du dich verlaufen hast, versuche einen Turtles in der nächsten Stadt zu finden und kaufe eine Karte von ihm. Aha, also eine Karte zum Puzzeln. Abenteuerkarte, Stadt am See. Kann ich mir die Karte angucken? Oh je. Gemachte Erkundung, Informationen über Fertigkeiten. Ach, hey Mini, da gucken wir aneinander mal rein. Starrschwein, Schlange, Wolf. Und Schwamm. Schlamm. Das sieht echt gut aus. Und der Werwolf Helion. Für Shang-Chen gewesen. Ich hatte das letzte Mal schon nicht aufgepasst, wo ich meine Feldenkarte hingelegt habe. Da ist die Abenteuerkarte. Die Frage ist nur, wie man das aufmacht. Himmelsverzeichnis. Ja. Also ich habe viel, aber Systembücher, ich habe keine Ahnung, wie man das benutzt. Sieht aber süß aus in dem knallgelben Kostüm hier. Die ist so putzig. Ich habe alles voll im Blick. Der kommt mir nicht so einfach davon. Bin gespannt, wie die anderen davon aussehen. So, der Herr hier hat ein Sternchen. Mal gucken, was hier Neues gibt. Er hat sich bei der Anwesenheitskontrolle nicht gemeldet. Du glaubst doch nicht, dass er noch da unten beim Wasserlauf ist, oder? Okay, hier fehlt also einer der Kollegen. Müssen wir hier lang? Da lang? Ein Sternchen direkt an dieser markanten Tür. Jetzt können wir hier rein. Da gucken wir gleich rein. Hallöchen, hier ist noch eine Truhe. Aber an die kommt man gar nicht ran. Der repariert hier anscheinend oder putzt diesen Sockel. Schade, ich dachte, wir kommen mal ran. Dann wollen wir mal hier in die Tür rein. Ich noch. Modotte konai hito ga shinpai da. スレイさん スレイさん 感じるのですね? 街中より断然汚れてる感じがする 本当にスレイさんは 素晴らしい才能をお持ちですのね。どんどん力が馴染んでいっている。私の想像よりずっと早いですわ。そうなんだ。はい。同志たる真の能力解放もそう遠くないかもしれません。それってどういう能力?あいた!すみません。何ですか?まあ、見ればわかるだろう。だな。 Unterirdischer Vivia-Aquädukt. Und Speicher. Sieht schon ein bisschen düster aus. Dieses Laufen, normale Laufen geht gar nicht. Das sieht komisch aus.
氷馬だ、下がれ、ミクリオ。何を言う、僕だって俺とライラで大丈夫、心配するなって。Davon ist Mikio gar nicht begeistert, dass er außen vor bleibt. Oh, jetzt zieht sich irgendwie drum. Ah, komm, den Kleinen erst. Erst den Kleinen. Au. Ja, so geht das doch. So wird das was. Na komm. Hau zu. Ja. Au, 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 au. Ich spuck mich wieder aus. Au. Da wollt ihr uns vernaschen. Ich glaub, das piept. Sucht ihr denn Leckerli woanders? Ich sehe da Kupfer den Schlüssel. Ich glaube, für welche Truhe der ist, weiß ich auch. Seraphische Artes. Figuren, die Seraphische Artes A nutzen, setzen Angriffe mit größerer Kraft und Reichweite ein als Kriegs- oder verborgene Artes. Dies kostet sie jedoch längere Wirkzeiten. Wenn du A nach der benötigten Wirkzeit gedrückt hältst, bleibt das Arte geladen, während du mit Links-Joystick das Ziel wechselst, um es nach Belieben abzufeuern. Gut zu wissen. Merken werde ich mir das wahrscheinlich wieder nicht.説明しても分かってもらえないでしょうね。溺れてたみたいです。そうか。いや、情けないな。戻っておとなしく休んでおくよ。 何、大丈夫、一人で戻れるよ。よかった、これで心置きなく遺跡探検できるな。ミクリオ、次からは僕も戦う。ミクリオじゃ兵馬を浄化できないだろ。じゃあこれからずっと君の後ろで指をくわえて見てろっていうのか。僕は足手まといになるために連れてきたんじゃない。ミクリオ、ライラ、 僕も浄化の力を得る方法はない。方法は一つ。ミクリオさんが私の力に連なるもの、陪審となることですわ。そして私の器たるスレイさんに宿るのです。じゃあ、それで。ダメだ、ミクリオ、そんなこと簡単に決めちゃ。君に言われたくないな。君だって同志になるってあっさり決めたじゃないか。それとこれとは別だろ。ミクリオは氷馬を浄化するのが夢なのか。違うだろう。 僕は天族だぞ。天族の天敵とも言える氷馬を浄化したいって思うのは自然なことだと思うか。カエルが蛇を退治したいって思わないだろ。僕はカエルじゃない。何ムキになってんだ。ちゃんと聞いてくれ、ミクリオ。ムキになってなどいない。ミクリオ、足手まといは宿で待ってるよ。スレイさん、追いかけなくては。 宿で待ってるって言ってるんだ。ほっとこ。青春ですね。男の優勝。そうですね。でもそれならスレイさん、意地悪ですわ。ミクリオさんの気持ち分かっているのでしょ。決めましたわ。え、何を。進むことですわ。うん、それがいいです。 Erhalten. Kupferner Schlüssel. Ein Schlüssel für bronzene Schatztruhen und bestimmte Türen. Ich finde das doof. Ich will nicht, dass Mikio da im Gasthaus bleibt. Ich finde das besser, wenn wir den mitnehmen. Das war irgendwie, das war gerade nicht richtig, was Sorel gesagt hat. Das finde ich nicht okay. Kann ich zum Gasthaus zurück und Mikleo holen, weil ich finde das echt
Ich finde, der gehört dazu. Das muss wirklich sein. Oh, das geht nicht. Das kriege ich nicht hin. Mal gucken, ob ich ihn holen kann. Jetzt ist es hier blau. Der Boss hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Aber ich weiß nicht. Verflixt, es ist wie ein Labyrinth da unten. Wir sollten ihn vielleicht lieber suchen gehen. Vielleicht, ja oder nein? Mann, Cleo war so geknickt, das geht doch nicht. Seit die Kinder sind, sind die zusammen. Jetzt so ein Aufstand. Er hat auch nicht gefragt, ob er Hirte wird oder nicht. Das hat's auch einfach gemacht. Also bitte. Wo ist denn das Gasthaus jetzt? Ich bin wieder dran vorbeigelaufen. Rein da. Cleo. Cleo. Entschuldige dich, ja. Der ist nicht da. Menno. Das finde ich doof. Das finde ich richtig doof. Gasthäuser. Durch einen Aufenthalt in einem Gasthaus lädst du deine KP und SK vollständig auf. Während deines Aufenthalts kannst du eine Mahlzeit zu dir nehmen, nach der du in einer bestimmten Anzahl von Kämpfen Boni sammeln kannst, indem du bestimmte Kampfbedingungen erfüllst. Die Boni variieren je nach Mahlzeit. Einige Plaudereien werden in Gasthäusern ausgelöst. Huch. Heute auf der Speisekarte. Heute gibt es entweder gegrillten Süßfisch. Effektiv für 10 Kämpfe. Süßfisch aus den kristallklaren Gewässern von Damensee mit Zitrone serviert. Effekt des Gerichts. Stellt 10% der KP wieder her, wenn die KP der Person unter 80% liegt. Oder wir essen Schwein mit Kartoffeln. Effektiv für 12 Kämpfe. Nervennahrung der einfachen Bevölkerung. Die Kartoffeln saugen sich mit den Säften voll und wärmen von innen. Effekt. Stellt 15% der KP wieder her, wenn die KP der ganzen Gruppe unter 80% liegt. Lohnt sich also mehr, wenn wir echt mehrere Leute sind. Gut. Schade, ich dachte, wir konnten mit Cleo dann doch jetzt mitnehmen. Ich habe Bedenken, dass der irgendwie sauer, böse wird und zu einem Helion und wir müssen die dann bekämpfen. Da hätte ich irgendwie gar keine Lust drauf. So Freunde bekämpfen. Ah, das hat immer so einen bitteren Nachgeschmack. Jetzt steht da wieder eine andere Truhe. Sag mal, langsam bin ich aber verwirrt. Die stand hier vorher definitiv noch nicht. Ein Bernsteinstab. Schön, dass ich ihn vorhin gekauft habe. Langstab mit Bernsteinspitze. Der Bernstein fungiert als Arte-Katalysator. Können wir die andere denn aufmachen? Die können wir nicht aufmachen. Aber wir haben hier oben, glaube ich, noch die Bronzene stehen. Kann ich die jetzt aufmachen? Ja. Und Bernsteinstiefel. Perfekt. Sowas habe ich gesucht. Ausrüsten. Die Kampfstiefel tauschen wir gegen Bernsteinstiefel. Bonusfertigkeiten. Kumulationen. Das sind Bonusfertigkeiten, die durch mehrfaches Ausrüsten derselben Grundfertigkeit aktiviert werden. Also wir haben Bernstein. Schwert, Weste und jetzt die Stiefel. Je mehr du ausrüstest, desto stärker variiert das Endergebnis. Wenn du dieselbe Fertigkeit möglichst oft ausrüstest, erhältst du außergewöhnliche Ergebnisse, die sich tatsächlich auf den Ausgang von Kämpfen auswirken können. Probier es aus. Also sozusagen wie so ein Set-Boni. Kennt manche vielleicht von den MMOs. Da kann man auch mit Set-Boni viel machen. Und einige schöne Sachen kriegen. Gehen wir hier wieder rein.
Und speichern nochmal, weil wir es können. Wo waren wir denn jetzt? Ah, hier haben wir einen Schnellspeicher. Dann überschreiben wir das. Da geht's ganz schön tief runter. Das ist ein Monolith. Der sieht ganz anders aus wie die kleinen Steinbrocken. Highland-Oke-no-Monsho. ですか。見つかった遺物や遺構が時の権力者にとって不都合なものだった場合、人目につかないように禁忌扱いして封印してたんだって。ってことは、ここの鍵は封印を施した王家ゆかりのものか。何？スレイさんは本当に遺跡が好きなんですね。うん。子供の頃から 遊びって言えば、ミクリオと遺跡探検だったから。ミクリオのやつ、俺が何か見つけたら、次の日すぐ別の何かを見つけてきて。それで？別に、それだけ。鍵はわかりました。ああ、もうちょっと扉調べてみる。 Ist irgendwo was? Ich habe hier ein kleines Sternchen. Aber wo? Oh? Kore ka? Ato wa kagi ka. Ein Objekt verwenden. Ja. Göttliches Artefakt. Eine Kugel? Nein. Dann mache ich damit, nehme ich den Koffer und Schlüssel dafür. Geht das? Highland-Oke Yukari no Mono. Omochi ja arimasen no ne? Doch, wir haben was. Moment, halt. Wir haben was in der Richtung, glaube ich. Wenn wir es nicht weggepackt haben, dann müssten wir das Messer von der königlichen Familie noch haben. Das heißt, es würde uns theoretisch durch diese Tür bringen. Wertsachen, da ist es doch. Ich glaube, das passt. Ja, das war jetzt doch einfach. Knife. Hier war ein kleines Treppchen. Ich sehe da eine Fledermaus. Und einen Monolithen. Einstellung der Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeitsgrad normal. Das ist die Standardschwierigkeit. Spieler müssen sich mit der Erlangung von Stärke durch Ausrüstungsfusion und dem Spielsystem auskennen. Es ist nicht allzu schwer, aber eine Herausforderung, wenn man nur wenige Erkundungen oder Ausrüstungsverbesserungen durchgeführt hat. Verbessere weiterhin deine Fähigkeiten und übernimm Nebenmissionen. Also so Nebenquests dann wahrscheinlich. Die Fliegerbrust nehmen wir mal mit. EP ist EP.
あお、今日は行くぞ。バットは暗い場所でも正確に狙ってきますよ。どうですか？超音波だよね。ちょっと憧れるな。行きます。油断はいけません。はっ、こがん、大丈夫だ。お見事です、スレイさん。この調子で行こう。Sorays Kampftalente. Also wir sind noch nicht durchs Tutorial anscheinend. Soray ist ein konventioneller Schwertkämpfer. Seine B-Artes sind schnell. Sein Erfolg liegt in seinem werteverstärkenden Effekt. Seine Artes sind langsamer, aber wenn er sie einsetzt, bringen ihn feindliche Kriegsartes nicht zum Taumeln, weshalb Frontalangriffe möglich sind. Unser lieber Hirte führt eine Reihe von Elementen. Prüfe daher die Schwächen des Feindes durch Drücken von RB, bevor du losstürmst und sie schamlos ausnutzt. Ich weiß nicht, ob ich mich daran halten kann. Das macht mir zu viel Spaß, einfach in den Kampf reinzurennen. Und ob ich mir das merke, vorher jedes Mal RB zu drücken, wage ich auch zu bezweifeln. Die Wasserrutsche war cool. Geht das nochmal? Nee. Schade. Das war lustig. Eine Truhe und ein Mensch. Das ist ein Turtle. Ja, das ist ein Turtle. Nur in lila. Hallo. Reich vom finster Turtles. Schildkröte sagt, hereinspaziert. Willkommen, Reich vom finster Turtles. Wir nehmen alle Befehle entgegen, jederzeit, von allen, wenn wir dadurch etwas Kohle kriegen. Diese Art von Spielern sind wir hier im Reich von Finster Turtles. Ah, und ein Laden hat's auch. Schauen wir doch mal, was es so Schönes hat. Ja, Bernsteinmontur, Papier, Kaugummis. Also viel nicht, was wir gebrauchen können. Bernsteinstab, Bernsteinschwert, das haben wir schon. Bernsteinmontur. Das kann nur sie tragen anscheinend. Bernsteinstab haben wir, Bernsteinpapier. Das werden wir mal einmal für Layla mitnehmen. Bernsteinstiefel. Wir werden das andere Zeug mal behalten. Ich habe noch nicht gesehen, dass wir eine Begrenzung für unsere Taschen haben. Wir werden Layla mal kurz ausrüsten mit dem neuen Papier. Ach, wo ist es denn jetzt? Da. Bernsteinstab, kupferner Schlüssel. Da ist es. Papier, oder? Ich habe jetzt zweimal Bernsteinstab und wo ist das Papier? Wo ist denn das Papier, was ich gekauft habe? Haarschnitt. Klamotte. Was ist das denn? Jetzt muss ich glatt noch mal gucken. Bernsteinpapier, ja. Ja. Waffen verschmelzen. Verkaufen. Obwohl, da habe ich was Waffen verschmelzen. Nehmen wir den. Ja. Da wird sich mit Cleo freuen. Über sowas Schickes. Die Truhe nehmen wir da noch mit. Was haben wir drin? Trank des Lebens. Sehr gut.
Und wieder so eine geheimnisvolle Tür. Und was wir hinter der Tür Schönes finden, ob Mikleo uns nachher immer noch sauer ist, wenn wir ihn im Gasthaus wieder abholen, das sehen wir das nächste Mal in Tales of Zestiria. Sayonara!